Guten Abend, die 24 Stunden sind rum. Sie sind rum und ey, hoffentlich klappt es heute beim ersten Mal. Hoffentlich. Also kostenlos eingesammelt. Eins von vier sieht schon mal gut aus. Dann, wir müssen 8 Sachen abgeben. Die können wir weggeben. Die beiden Pilze können wir auch weggeben. Ach, die beiden kleinen kann ich auch opfern. Und was produzieren wir davon am ehesten? Achso, wie Mathe und so. 3 Stück brauchen wir noch. Okay. Also eine Blume ist da unten eh schon. Und dann gucken wir mal eben, was wir hier auf die Schnelle noch zusammenkriegen. Den löschen wir raus. Okay, dann haben wir da 2 und unten die eine Blume. Zack, 8. Fertig, fertig, fertig. 12. Okay. Pilz gebe ich her und genau das werden wir jetzt auch machen. Wir werden jetzt einfach wieder... Wir machen jetzt Pilz-Event in Dragonia quasi. Wir erschaffen uns jetzt auf die Schnelle die restlichen Pilze. Lassen es einfach ein bisschen regnen und warten das ab. So, dann haben wir das hier noch. Lösche ich gleich wieder raus, habe ich keine Lust zu. Sag mal, wie lange braucht denn das, bis das hier 11 Pfützen zusammen hat? 1, 2, 3, 4, 5, 6 gerade. Ist ganz schön unverschämt. Wo sind wir jetzt? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11? Mann, 11 reicht, ja. Okay, 11 ist schon mal gut. Ich weiß gar nicht, machen die hier weiter, während ich in Dragonia bin? Wir springen mal kurz rein, dann sehen wir es ja. Also wir gehen einfach mal rüber. 2 Truhen hat er dabei. Sehr gut, hat geklappt heute. Gleich beim ersten Mal. So, dann haben wir wieder 5 Gewürzhütten. Oh Gott. Ja, aber viel mehr. Es ist so zäh. Es ist so zäh. Unfassbar zäh. Die hier runter, die darüber. Die Vieh. Oh, nicht der. Ah, Mann, ich weiß nicht, wie oft ich hier daneben greife. Vielleicht ist das das Farbschema in Dragonia. Keine Ahnung. Aber aus irgendeinem Grund greife ich gerne mal daneben. Die stelle ich mal hier rüber. Nächste Kiste. Heieiei. Explosion der Töpfereihütten. 5 Stück. Okay, aber hier drüben sind es ja trotzdem nur 4 aktuell. Mal schnell fertig machen lassen. Die kleine noch darunter. Wir können die ja eigentlich auch hier hinschieben. So. Zack. Dann haben wir wieder 5 Töpferei-Pavillons. Dann können wir die fertigstellen. Dann können wir nämlich gleich da drüben den 5er machen. Und dann sehen wir, was das nächste Item wird, was angefordert wird, wenn wir Level 4 davon abliefern. Boah, ich bin echt gespannt, ne? Ich bin echt gespannt, was da jetzt gleich bei rumkommt. Was denn das schon wieder? So. Wenn im Hintergrund immer irgendwelche Sachen angehen. Ich schalte immer schon alles aus und dann geht halt trotzdem nochmal irgendwas an. Ich verstehe es nicht. Ich muss mal gerade ganz kurz da reinschauen, ob das jetzt endlich ausgeschaltet ist. Nö. Was soll das? Weiter. Mach die Sachen hier frei. 1, 2, 3, 4, 5. Nebenher hier oben die Sachen mal fertig machen. Ja, mach doch schneller. Warum muss ich denn die auch immer in 3er Etappen dahin schicken? Ich meine, es ist doch klar, dass ich das machen will. Stufe 4, Töpferei Villa. Okay, wir können sie abgeben. Was? Jetzt kommt 3. Haben wir noch einen übrig? Geben wir auch gleich ab. Okay. Dann kommt hier Gewürzpavillon Stufe 2. Haben wir aktuell auch noch was da liegen? Geben wir ab. Was kommt jetzt? Was ist das nochmal? Stufe 4, Schmuckvilla. Okay, haben wir nicht übrig. Absolut nicht übrig. So, machen wir die hier noch schnell zusammen. Stellen die mal da hoch. Dann haben wir das hier noch. Und jetzt schauen wir mal, wie es mit den Pilzen aussieht. Ob das von alleine klappt oder ob ich hier bleiben muss. Ja, ich muss hier bleiben. Ich dachte es mir schon fast, dass man einfach drauf bleiben muss. Aber hätte ja sein können, das nicht. Hätte ja einfach sein können. Ja, und wie man sieht, also meine Insel war aufgeräumt und jetzt habe ich schon wieder die ganzen einzelnen Eier da rumstehen. Sie kommen so schnell durch die ganzen Events und alles. Da bekommt man es einfach viel zu schnell zusammen. Heide, das Land habe ich auch erledigt. Okay, verschmilze alles, handle mit Carla und verschmilze alle Lebensblumen. Ja, weiß gar nicht, wie lange geht die Saison noch?
6 Tage, 23 Stunden. Ich bin noch nicht durch. Ich habe mich wieder nicht sehr gut um die Aufgaben bemüht, aber ich kaufe mir auch den Pass dazu nicht, weil mir das einfach zu teuer ist. Ich habe da... Ich stecke schon immer jeden Monat ein bisschen Geld in ein anderes Spiel und dann kann ich mir das hier nicht mehr leisten. Oh. That's life. Man kann sich halt nicht alles kaufen, ne? So, 3 Pilze, 4, 5. Jetzt wird's doch hier. Kommt, der Rest auch noch. Wir geben schon mal was ab. 1, 2, 3, 4, 5. Und wann kommen die restlichen 6? Die waren doch nicht so weit auseinander. Los. Irgendwas, was ich noch machen kann in der Zwischenzeit? Also man kann immer was machen, aber nö. Nichts Spezielles. Das hier ist auch so eine, das ist so eine Müllecke. Apropos, wann kriege ich denn eine neue Höhlenkiste? Ah, in 12 Stunden. Okay, ich habe sie schon vermisst. Wollte gerade sagen, es muss doch eigentlich da mal eine geben. Noch zwei kleine Pilze. Au, das hat wehgetan. Au. Junge. Warum hat der meine Pilze verrutscht? Oh. Also, Leute, aufpassen. Hm? Nicht aus Reflex einfach dahin tippen, wo ihr vorher hingetippt habt. Das kann sonst unter Umständen richtig wehtun. Jetzt haben wir hier so einen Lebensbaumspross Stufe 8 mal eben verschenkt. Ja. Ich werde es jetzt überleben, okay, aber unangenehm, sehr, sehr unangenehm. Kiste erhalten, die nächste braucht 14 und nee, hier keine Chance, da bin ich wieder raus. Also keine Chance, dass ich hier 14 Sachen liefere, geht einfach nicht, habe ich nicht, kann ich auch nicht auf die Schnelle herstellen. Das sind viel zu hohe Level, die man da benötigt. Keine Chance, also nee. Da müsste ich wirklich wahnsinnig viel Zeit dann investieren. Was heißt, ist es mir nicht wert? Aber ja doch, die Zeit ist es mir nicht wert. Das dauert mir dann tatsächlich zu lange. Jetzt mal schnell die hier fertig machen. Heißt aber auch, dass wir hier wahrscheinlich nicht mehr weiterkommen. Nee, weil von den Schmuckhütten und so... Ach nicht, hallo, Gewürzhütte, bleib bitte da unten. Von den Schmuckhütten jetzt wieder nicht so viel dabei war. Habe ich für das Entdecken eigentlich was bekommen? Manchmal bekommt man, wenn man eine neue Hüttenstufe entdeckt, auch tatsächlich einen Gewinn. Aber nee. Steht das in der Beschreibung irgendwo drin? Mal schnell gucken. Achso, nee, da bestimmt nicht. Aber hier vielleicht? Nee. Irgendwo hatte ich das mal gelesen. Irgendwo habe ich für die, dafür, dass ich einen bestimmten Gegenstand gefunden habe, auch eine Belohnung bekommen. Weiß aber nicht mehr, was das war. War aber hier jetzt offensichtlich nicht so. Zumindest steht nirgends mehr eine Truhe. Wir haben aber langsam einen leichten Overload an Geistern. Ja, ich kann sie halt nicht alle verwenden. Wir haben zu wenig Sachen, die wir fertigstellen können. Einfach, weil wir zu wenig Truhen bekommen. Und die können halt auch nichts, die Gegenstände. Wenn die dann wenigstens mal was abwerfen würden irgendwie, aber nö. Können sie halt leider nicht. Und wenn die Sachen mal freigeschaltet sind, können sie irgendwie auch nichts. Dann hat man zwar was eingesammelt, aber das war's dann auch. Ja, nee, dann war's das schon wieder für die nächsten 24 Stunden mit Dragonia. Das ist wirklich... zäh. Egal. Mal gucken. Wird wahrscheinlich so um die 5 Jahre dauern, bis wir dann alle Bereiche frei haben. Boah. Wahrscheinlich haben sie es bis dahin dann wieder rausgenommen aus dem Spiel. Ach Gott, das geht ja echt noch weiter drüben, ne? Verrückt. Verrückt. Warten wir es ab, was noch kommt. Euch einen schönen Abend und viel Spaß. Ciao.